Hallo Werkzeugfans. Heute möchte ich wieder ein bisschen über den Heroku sprechen. Ich habe mir das Gerät damals gekauft, weil es günstig erschien und natürlich auch von der Anfassqualität ganz passabel ausgesehen hat. Was kann ich nach einer gewissen Zeit über das Gerät sagen? Es ist ein handliches Gerät mit einer relativ guten Schlagkraft, im Anbetracht der Größe natürlich, und ja, man kann mit dem Heroku relativ viel anstellen. Das heißt so viel, alles was man so braucht ums Haus herum, zum Löcher bohren, um Kleinigkeiten zu stemmen, natürlich nicht zu starke Sachen, das macht er eigentlich ganz gut und in seiner Preisklasse auch wieder dem ganz gut gerecht. Dennoch ist bei dem Einhedl natürlich, jetzt wenn man auf gewisse Details achtet, trennt sich doch noch irgendwas zu den teuren Geräten. Ich habe für diesen Zweck jetzt ein ähnliches Gerät auf dem Markt gesucht. Das ist der Milwaukee. Ist der HD18HX. Liegt in etwa in derselben Größe vom Heroku. Und wo liegen jetzt die Unterschiede zwischen billig und teuer? Es ist zum einen besteht der Einhell Heroku aus einem ganz passablen Kunststoffgehäuse, welches mir eigentlich einen sehr guten Eindruck macht und bis jetzt nirgendwo gesprungen ist. Es ist, kann man sagen, relativ hochwertig. Was hat der Heroku nicht? Der Heroku hat nicht im Getriebegehäuse, das Getriebegehäuse, wo viele Kräfte drauf kommen, das ist eigentlich alles Kunststoff. Im Gegensatz zu der anderen Maschine, hier hast du ein richtiges Metallgehäuse. Das ist massiver, es ist einfach widerstandsfähiger aufgebaut. Der zweite Punkt, wo man das günstige Gerät erkennt, ist das Bohrfutter. Dieses Bohrfutter ist ein fix verbautes Bohrfutter. Und hat, wie ich ihn gekauft habe, hat es vorne eine Kunststofflippe, das verhindert, dass der Staub in die SDS-Aufnahme hineingelangt. Das war sehr eingearbeitet und der Meißel hatte zu wenig Spielraum, dass er sich bewegen kann. Ich habe das ganz einfach gelöst. Ich habe einen Meißel mit dem Lötbrenner erwärmt, nicht zu stark natürlich, habe das dann wieder reingesteckt. Der Kunststoff hat sich an das angepasst und nun funktioniert das ganz gut. Das muss nicht bei jedem Gerät so sein, bei diesem war es so. Wie gesagt, er läuft jetzt da ganz normal. Nach einer gewissen Zeit natürlich, man sieht, dass der Meißel relativ viel Spiel hat. Also er sitzt nicht sehr gut geführt in der Aufnahme. Das ist natürlich dann wieder auch ein Nachteil, wenn man jetzt da mit den Bohrern arbeitet, dass die Bohrmaschine dann leichter eiert oder eben nicht so einen guten Rundlauf hat. Ansonsten einfach zu bedienen. Einfach reinstecken, fertig. Und beim Entnehmen zurückziehen, rausnehmen. Das macht der Einhell Heroku ganz gut. Wie ist er von der Leistung her? Im Gegensatz zu dieser Maschine hat der Heroku bereits einen Brushless-Motor, also einen bürstenlosen Motor. Das gibt ihm natürlich auch dementsprechend viel Vortrieb zu einem kompakten Gerät sozusagen. Das macht er tadellos, dem steht er im Nichts nach zur anderen Maschine. Angegeben ist der Heroku mit 2,2 Joule Schlagkraft. Das macht er dann sozusagen, glaube ich, bis 5500 Mal in der Minute hat er die Impacts zum Schlagen. Anfühlen tut sich das jetzt im direkten Vergleich zur anderen Maschine. Die andere Maschine ist angegeben mit 2,4 Joule, also nur geringfügig mehr. Aber wie gesagt, das sind eben Angaben auf dem Papier. Anfühlen tut sich das ganz anders. Wenn man diesen hier hernimmt, den Meißel zurückhält und man fühlt dann irgendwie die Schlagkraft.
Wenn ich das bei dieser Maschine mache, spüre ich, die Schlagkraft ist bei Weitem stärker. Also nicht so wie angegeben mit 200 Joule. Das ist ein bisschen, von meinem Gefühl her, ist die Differenz viel stärker. Was hat der Herr Rocco anders? Wie gesagt, er hat 5500 Impacts per Minute und diese andere Maschine hat eben 4200 Schläge pro Minute. Und wie sich das auswirken wird, werden wir dann beim Test sehen. Ich würde mal sagen, beide Geräte arbeiten in derselben Klasse und je nach Stemmart, was man stemmen will, kann sein, dass einmal der Herocco besser funktioniert und einmal die andere Maschine. Wenn ich jetzt Fliesen abstemme, wo nicht so viel Schlagkraft gefragt ist, wird der Herocco sicher ganz passabel arbeiten. Wenn ich jetzt ein bisschen härteres Material habe, wird wahrscheinlich diese Maschine den Vorteil entwickeln können. Jedoch ist sie halt von der Schlagzahl langsamer als wie der Herocco. Wir werden das dann sehen. Ein weiterer Vorteil bei dieser Maschine ist das Bohrfutter. Bei diesem Fixtech muss man das Bohrfutter mit einer Linksdrehung sperren, Rechtsdrehung macht es wieder auf. Weiters habe ich auch den Vorteil, dieses Bohrfutter kann man wechseln. Ich ziehe einfach den roten Ring zurück und nehme das Bohrfutter heraus. Je nach Bedarf kann ich dann ein weiteres Bohrfutter verwenden. Das ist für normale Bohrer und ich kann das Bohrfutter sozusagen wieder fixieren. Und schon habe ich eine normale Bohrmaschine für Metallbohrer, Holzbohrer oder wo oder für was auch immer. Das hat natürlich auch den Vorteil, so wie bei dieser Maschine, wenn das einmal wackelt, wenn das einfach ausgeleiert ist. Hier habe ich ein Problem, das zu wechseln. Ich muss das in die Werkstatt geben oder machen lassen. Bei dieser Maschine, ich kann das einfach mit ein paar Klicks auswechseln. Ein Bohrfutter kostet ca. 30 Euro, also es ist nicht weltbewegend und schon hat man wieder ein intaktes Gerät. Was soll man sagen jetzt da vom Preis her? Der Herocco, ich rede jetzt da von dem normalen blanken Gerät ohne Akku und ohne irgendwas. Der Herocco ist zu haben ca. bei Amazon so um die 121 Euro derzeit. Diese Maschine ist zu haben zwischen 280 und 320 Euro circa. Da liegt natürlich ein kleiner Unterschied. So, ich hoffe euch ein bisschen aufgeklärt zu haben zwischen günstigen Gerät und etwas teureren Maschinen. Dennoch, der Herocco für den Hausgebrauch ideales Gerät, nicht zu teuer. Gute Anfassqualität, gute Leistung, das passt alles. Wer natürlich professionell arbeitet, jeden Tag auf der Baustelle ist, dem würde ich dieses Gerät eher empfehlen. Einfach durch das stärkere Gehäuse, durch das wechselbare Bohrfutter und so weiter. Also, wie gesagt, für den normalen Heimgebrauch, Hobbyhandwerker, dieser Herocco ist schon empfehlenswert. Was man natürlich auch noch sieht, ich weiß nicht, ob man das im Video hier so sieht, dass hier etwas Bohrfett austritt. Ich weiß es jetzt nicht, ob das Fett ist von dem Bohrer, das was man nimmt oder nicht. Keine Ahnung. Bisher hat es weiteres nicht gestört. Man kann sie abwischen, wenn es einen stört. Und wie gesagt, ich werde versuchen, einmal im Praxistest die Unterschiede ein bisschen aufzuzeigen. So,
zu dem Thema Gewicht. Herr Rocco hat noch ein akzeptables Gewicht. Er ist nicht der leichteste für diese Größe, aber dennoch leichter als die anderen Maschinen. Das hat den Vorteil, man kann ihn noch mit einer Hand handeln. Das ist in dem Fall, wenn man Fliesen abstellt und man will die Fliesen halten, ist es gut, wenn man ein Gerät hat, das was man mit einer Hand handeln kann. Somit kann man die Fliese abnehmen und man braucht nicht beide Hände. Das Ganze gestaltet sich bei der Milwaukee-Maschine ein bisschen schwieriger, es ist ein wenig schwerer als wie der Herr Rocco. Das geht zwar auch noch, aber wenn man länger stemmt damit, wird es doch etwas anstrengender. Nun kurz einmal bei den Fliesen. Ich werde jetzt versuchen, eine Fliese herauszuklopfen. Das geht mit diesem Gerät auch wunderbar. Man muss auch sagen, dass diese Fliesen hier fast mit der Hand abzulösen sind. Dennoch für so kleine Stemmarbeiten ist der Herr Rocco dennoch gut geeignet. Die Schlagkraft reicht aus. Mit seinen 5500 Schlägen pro Minute ist er dann nicht einmal so langsam. Wie gesagt, es ist dann nur bei härteren Materialien, kann das andere Gerät wieder die Stärke ausspielen, dass sie zwar nicht so oft schlägt, also mit 4200 Mal in der Minute, und das dafür mit stärkerer Schlagkraft. So, jetzt noch ein paar Worte zu dem Praxistest, der was natürlich nicht so einfach war, weil die Fliesen so derartig locker waren, dass sie schon fast mit den Händen abzulösen waren. Dennoch hat man gesehen, das Grundprinzip dieser Geräte ist ja relativ ähnlich, sprich von Einhell oder Milwaukee. Beide Geräte sind 18 Volt Geräte und bieten natürlich in diesem Rahmen, in diesem Ökosystem sozusagen eine Menge anderer Geräte noch an, die was überall im Haus und überall zu gebrauchen sind. Beim Herr Rocco, der ist für seine Größe, sagen wir mal, nicht zwar wirklich ein ganzes Leichtgewicht, aber dennoch leichter wie viele andere und leichter auf jeden Fall als wie der Milwaukee. Und man kann ihn noch mit einer Hand handeln. Sprich, wenn man jetzt eine Fliese halten muss und mit der anderen stemmen will, das geht mit diesem Gerät wunderbar. Das geht auch mit dem Milwaukee-Gerät. Natürlich ist es ein bisschen schwerer. Und je schwerer diese Dinge werden, umso unangenehmer ist es, mit einer Hand zu handeln. Wie gesagt, der Herr Rocco ein bisschen eine höhere Schlagzahl mit 5500, dafür nicht so kräftig als wie die andere Maschine. Und da stellt jetzt da beim Fliesenabstemmen, solange die Fliesen relativ leicht abgehen, kein Problem da. Das ist oft besser, wenn er nicht seine Schlagkraft hat, weil sonst springen ja die Fliesen gleich ab. Und wenn man sie als Ganze ablösen möchte, wird es immer schwieriger mit einer hohen Schlagkraft. Diese Maschine ist für so einen Bereich ganz gut zu gebrauchen. Man kann ihn auch verwenden jetzt dabei
wenn man Schlitze stemmt, im Ziegel und so, das schafft sie auch noch. Natürlich, ein bisschen Punch fehlt ihr schon, das ist ganz klar. Dennoch, in diesem Gesamtkonzept ist die Maschine relativ brauchbar, muss ich sagen. Ja? Wie gesagt, beim Milwaukee-System ist es eher so, dieses Modell stellt jetzt auch eher den unteren Bereich dar von Maschinen, welche stemmen können und bohren können. Es gibt so noch kleinere Maschinen, so wie Beil, Einhell genauso, welche nur eine SDS Plus Aufnahme haben und nur zum Bohren tragen. Aber wie gesagt, das ist ja ein anderes Thema, das brauchen wir heute nicht. Wie gesagt, dieses Gerät, circa mit 2,4 Joule Schlagenergie, etwas weniger Schlaganzahl, also mit 4200 in etwa, dafür kräftiger ein wenig. Ein bisschen schwerer und ist eigentlich auch gut zu gebrauchen, aber eher jetzt mehr in dem professionellen Bereich oder bei den ambitionierten Heimwerkern, die was öfter mit den Geräten arbeiten. Sie ist massiv aufgebaut vom Bohrfutter her, Metallgehäuse. Es ist im Detail ist sie natürlich qualitativer als die Verarbeitung vom Herocco. Was natürlich im Gegensatz dazu steht, wenn ich heute ein Heimwerker bin und ich brauche meine Maschine ein- oder zweimal im Jahr, spricht es nicht wirklich dafür, dass man ein teures Gerät kauft. Dafür tut es diese Maschine auch ganz gut. Ja, ich hoffe euch ein bisschen einen Einblick gegeben zu haben zwischen Markengeräte und eher Baumarktgeräte. Und ich hoffe, es hat euch geholfen bei irgendeiner Kaufentscheidung oder wobei auch immer. Okay, ich wünsche euch noch einen schönen Tag.